Ich bin Julia, gehe in die 7. Klasse und bin 12 Jahre alt. Meine Mutter meint, ich bin eine Träumerin, aber eigentlich habe ich schon eine ganz genaue Vorstellung von meiner Zukunft. Mila ist meine beste Freundin. Wir sind schon seit dem Kindergarten unzertrennlich. Hallo? Hi Mila. Na, ich wollte fragen, ob du heute Zeit hast. Ja klar, warum? Ich wollte mich mit dir um 16 Uhr im Park treffen. Ja, finde ich gut. Okay, gut. Oh, warte, es ruft jemand an. Es ist Rieke. Soll ich sie ranholen? Rieke ist auch eine gute Freundin von mir. Okay. Nur manchmal etwas anhänglich. Hi Rieke, du bist auf Konferenz. Macht ihr heute Nachmittag irgendetwas Spannendes? Ja, wir wollten um 16 Uhr in den Park. Oh, kann ich mitkommen? Von mir aus. Okay, super, ich komme. Tschüss. Tschüss. Okay, Mila, wir sind wieder alleine. Endlich. Ja, aber sie ist doch ganz nett. Ja, manchmal. Na, wollen wir uns nicht schon vorher treffen? Gerne. Soll ich dich dann so gegen 14 Uhr abholen? Ja, das ist perfekt, okay. Ja, na dann, bis nachher. Tschüss. Ich freute mich, meine besten Freundinnen zu sehen, aber sie ließen auf sich warten. In letzter Zeit waren sie so komisch. Das war voll lustig, cool. Oder? Ja. Das war toll. Das müssen wir unbedingt mal wieder machen. Hast du, das war so cool. Das müssen wir nochmal machen. Weg. Also, ja, es ist auch ganz schön kalt. Wollen wir losgehen? Lernst du mir nach Hause? Klar. Okay. Tee trinken. Okay, tschüss. Der Tee schmeckt lecker, vor allen Dingen nach dieser kalten Jahreszeit. Ja, finde ich auch. Oh nee, das ist schon wieder Rieke. Merkt sie nicht, dass sie uns nur nervt? Ach, ich nerv euch. Nein, sie hat das nicht gemeint. Du bist unsere beste Freundin. Ach, hört doch auf, mich immer auszugrenzen. Ihr denkt doch nur an euch, ihr dummen Zicken. Was hast du gesagt? Ihr dummen Zicken, habe ich gesagt. Wie kannst du nur sowas sagen? Wir haben dich aufgenommen, aber wir sind eh nur aus Mitleid mit dir befreundet, du Baby. Du hängst dann an wie eine Klette und das nervt echt. Ach, hör doch auf. Es stimmt doch, ich möchte das jetzt regeln. Jetzt legt sie auch noch auf, um das zu feige weiterzumachen. Ja, du warst doch echt gemein zu ihr. Du hättest es ihr auch anders sagen können. Bist du denn etwa auf ihrer Seite? Nein, natürlich nicht, aber es war gemein. Dann hau doch ab. Gut, dann gehen wir jetzt wohl getrennte Wege. Tschüss. Ich verstand die Welt nicht mehr. Was war mit ihr los? Hielt sie jetzt zu Rieke und nicht zu mir, ihrer besten Freundin? I can't sleep, tears streaming down my face, and the sun goes down. I remember you say we are best friends, but now I'm so sad, 'cause I'm alone in my room, I need you. I miss you, you, you and me, together, together we are strong, together we have lots of fun, the time stands still, when we are together, it's the time of our lives, and nobody can push us down. Mir auch. Wolltest du dir kommen? Komm, wir gehen zurück. Es tut mir so leid, was ich gesagt habe. Mir auch. Vor allem ich. Ich war ganz fies. Ja. Wir waren alle fies.